herzlich willkommen von mir einmal persönlich zu unserem neuen Vlog. Ich dachte mir, ich nehme euch heute mal wieder mit, weil wir fahren zum Kinderarzt. Die U3 steht an. Ja, meine Maus ist schon 6 Wochen heute. Es ist einfach unglaublich. Und ja, heute ist die U3. Ich bin sehr gespannt, was der Kinderarzt sagt. Wir hatten ja dieses Problem mit dem Abnehmen, also dass sie sehr, sehr viel abgenommen hat. Und jetzt war sie das letzte Mal bei der Hebamme bei 3,5 Kilo. Was natürlich echt super ist, und sie hat ja dann auch wieder das Geburtsgewicht und so und auch ein bisschen was zugenommen. Und genau, jetzt bin ich mal gespannt, was sie jetzt wiegt. Die Hebamme hat, glaube ich, zuletzt gewogen vor einer Woche, genau. Ich bin mal gespannt, wie viel sie zugenommen hat. Wir haben sie zu Hause mal gemessen. Sie ist bereits so 52 oder 53 cm groß. Es ist nicht so leicht, sie zu messen, leider, weil sie einfach sehr aktiv ist. Genau, also 52, 53 cm, das heißt, sie ist schon so 2-3 cm gewachsen. Ich bin echt gespannt, was beim Kinderarzt rauskommt. Sie hat so kleine Pickelchen im Gesicht, das wollte ich gerne noch ansprechen. Und wegen dem Stuhlgang, sie hat seit ein paar Tagen keinen Stuhlgang mehr, was ja bei Stillkindern durchaus normal sein kann, aber sie quält sich leider sehr, sehr viel. Sie hat sehr, sehr viel Bauchschmerzen. Und das wollte ich einfach nochmal angesprochen haben. Ja, also Kinderarzttermin steht an. Dann wollte ich nachher zu Hause noch ein Video drehen, und zwar das Wochenbettvideo. 6 Wochen sind wir jetzt nicht mehr schwanger. Das heißt, das Wochenbett ist ja gut, eigentlich fast erledigt. Man sagt ja 6 bis 8 Wochen. Und genau. Deswegen wollte ich das Video nachher drehen. Da habe ich auch schon alles vorbereitet für, ein bisschen was rausgesucht, was ich euch dann auch zeigen kann. Das heißt, das Video kommt auch demnächst, wenn ihr das hier seht. Und dann muss ich nachher noch mein treues Schätzchen hier abmelden. Mein Auto ist verkauft oder wird heute verkauft. Und ja, ich muss ihn jetzt gleich abmelden, weil wo der Kinderarzt ist hier in der Stadt, ist eben auch unsere Zulassungsstelle. Und habe ich mit dem Käufer abgesprochen, dass ich ihn direkt nach dem Kinderarzt abmelde, und dann kann er ihn nachher direkt mitnehmen. So, ich bin jetzt beim Kinderarzt angekommen und werde jetzt schnell reinhuschen. Bin 15 Minuten vorher da, das heißt perfekt. Und genau, ich werde den Kinderwagen rausholen. Ich habe das Gestell mit, damit ich den Cybex wieder oben raufklicken kann. Und dann ja, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Meine Lieben, ich bin wieder aus der Zulassungsstelle da und ich sehe aus, Alter, der Wind heute so krass. Ja, aber ich bin jetzt fertig. Erstaunlicherweise war ich 15 Minuten da, inklusive Wartezeit. Ich bin reingegangen und konnte direkt oder bin direkt rangekommen. Kenne ich so gar nicht. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass ich wirklich hier bis Feierabend stehe. Genau, wir haben es nämlich erst 20 vor 11. Also richtig, richtig gut. Um 10 waren wir beim Kinderarzt fertig. Und dann habe ich mich direkt hier auf den Weg gemacht und habe jetzt das Auto abgemeldet. Und ja, jetzt fahren wir nach Hause. Und nachher ist mein Auto weg. Ja, das ging jetzt wirklich richtig, richtig schnell. Ich trinke jetzt kurz was. Dann fahren wir los. Und dann... ja, werde ich gleich erstmal mich ums Mittagessen kümmern, weil meine Geschwister kommen dann auch schon nach Hause von der Schule. Heute ist ja wieder Schule. Das Osterwochenende ist vorbei. Und genau, dann wollte ich das Video noch drehen. Genau, ich hoffe, die Kleine schläft gleich. Also ich bin echt erstaunt, sie hat die ganze Zeit durchgehalten. Beim Kinderarzt hat sie ein bisschen gemeckert. Aber jetzt, seitdem sie wieder im Auto ist, total ruhig. Ich dachte, ich muss bei der Zulassungsstelle einmal kurz stillen, aber gar nicht. Es hat echt richtig, richtig gut geklappt. Aber gleich wird sie zu Hause auf jeden Fall Hunger haben.
Und deswegen fahren wir jetzt auch ganz schnell los. Dann kriegt sie noch was zu futtern. Oder still ich sie einmal. Und dann kümmere ich mich um den Rest. Und dann, ich glaube, wird sie erstmal schlafen. Und dann in der Zeit drehe ich schnell das Video. Eigentlich wollte ich das gestern schon machen, aber da war meine Kamera leer. Musste ich erstmal laden. Und jetzt ist die Kamera wieder voll. Und dann machen wir das Video nachher. Jetzt fahren wir erstmal nach Hause. So, meine Lieben, ich habe jetzt hier gerade eine halbe Stunde für euch das Wochenbettvideo gedreht. Bin jetzt hier noch währenddessen am Stillen. Die Kleine ist aber schon eingeschlafen. Ich werde sie jetzt gleich abdocken und dann wird sie, denke ich, endlich mal schlafen. Mein Auto ist schon weg. Und ich freue mich riesig auf morgen, mein neues Auto anzugucken. Und jetzt werde ich aber erstmal für Essen sorgen. Das hat jetzt alles ziemlich lange gedauert. Und werde jetzt erstmal kochen und danach muss ich hier noch ein bisschen aufräumen. Wieder ein paar Sachen liegen und das vom Wochenbett muss ich gleich auch nochmal alles wegräumen. Hier habe ich auch noch Wäsche, die ich aufhängen muss. Die ist frisch gewaschen. Oh, die Kleine schaukelt jetzt hier in ihrer Federwiege. Und ist wach, guckt so ein bisschen rum, erzählt so ein bisschen was. Genau, wir haben uns nämlich so einen Motor gekauft. Tada! Der macht jetzt alles von alleine. Kann ich euch leider nicht in der Infobox verlinken, weil es den nicht auf dem deutschen Markt zu kaufen gibt. Ja, hast du gespuckt, ne, mein Schatz? So, ich habe fertig gekocht. Es gibt Kartoffelpüree mit Hollandaise-Soße und Cordon Bleu und Blumenkohl. Genau, habe ich jetzt kurz gemacht. Und jetzt warte ich noch, bis mein Bruder nach Hause kommt. Kommt aber schon in 20 Minuten. Bis dahin sollte das Essen noch warm sein. Und jetzt dachte ich mir, gehe ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen live. Die Kleine ist immer noch in ihrer Federwiege. Und ein bisschen live auf Instagram, glaube ich, ist auch ganz cool. Mal wieder. Aber es ist immer so riskant, ob die Kleine dann ruhig ist oder ob ich den abbrechen muss. Aber genau. Das haben wir auf jeden Fall schon mal erledigt. Jetzt müssen wir mal was trinken, weil ich trinke einfach viel zu wenig. Ich nehme mir mal vor, diesen ganzen Bottich hier leer zu trinken. Also eigentlich 3 Stück davon am Tag. Aber nicht immer ist es möglich. So, wir waren jetzt live. Und hier ist jemand eingeschlafen währenddessen. Ich werde jetzt noch kurz einen Teil vom Video nachdrehen, was ich vergessen habe. Und dann, ein bisschen Haushalt machen. Mal schauen, wie lange die Kleine schläft. So, habe ich das Babyfon mitgenommen. Mal gucken. So, ich werde jetzt nämlich diese Sachen hier aufhängen. Die müssen alle auf den Bügel. Habe jetzt hier die Bügel und hier das Babyfon. Wenn irgendwas ist, kann ich gleich da runtergehen. Und werde jetzt erstmal aufbügeln. Und danach muss ich noch Sachen packen, weil wir heute das erste Mal bei Papa schlafen und nicht hier zu Hause. Mal gucken. Das müssen wir leider machen, weil der Autohändler leider so weit weg ist für mein Auto. Und da muss ich gleich noch ein bisschen Sachen packen. Mal gucken. So, die Wäsche muss jetzt noch hier einsortiert werden. Einmal 2 Säckchen. Hier rein. Und die 50er Bulli sind schon wieder fast leer. Gestern erst aufgefüllt. Strumpfhosen kommen hier hin. Die Hose kommt hier hin. Ganz schön schwierig. Muss ich gleich mal gucken. Das Haarband kommt hier hin. Ich habe jetzt rausgelegt, wenn wir nachher bei Felix schlafen, einmal eine Strumpfhose. Eigentlich brauchen wir den nicht, aber falls dann doch was daneben geht in der Windel, dann ein Spucktuch, dann ein Outfit für morgen, einmal ein Body und eine Hose, genau. Und ein Spucktuch und ein Moltontuch, das lege ich nachher ins Bett. Dann falls sie spuckt in der Nacht, dass er sie darauf spuckt und nicht das ganze Bett vollsaut. Ich habe einen 56er Body genommen, ich glaube, ich nehme einen 50er Body. Weil die sitzen einfach noch ein bisschen besser. Aber dann nehmen wir den schwarz-weißen hier. Der passt ganz gut zur Hose, denke ich. Genau. Tun wir den hier wieder rein. So, Socken. Boden bei uns noch nie nass. Also brauchen wir das nicht, denke ich. Und genau. Das heißt, wir nehmen das hier mit nachher. Windeln kaufe ich nachher. Und feuchtig habe ich in der Wickeltasche und so. Also
Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. So, mein Lieben, ich sitze im Auto zu Felix. Ich sitze im Felix-Auto und das ist so komisch. Erstmal der Schlüssel. Das ist ja noch so ein Oldschool-Schlüssel, sag ich mal. Meine hatte nur einen Knopf und ich habe schon gerade den Knopf gesucht, aber ich musste den Schlüssel hier reinstecken. Ganz komisch, dann ist es keine Automatik und dann ist er warm. Aber das Coole ist das Panoramadach hier oben. Mega, mega cool. Ja, jetzt muss ich aber erstmal den Sitz hier einstellen und irgendwie... irgendwie ist es total unbequem und es ist so warm. Gott, ich muss meine Jacke ausziehen hier. Aua, auf meinen Rücken. Mein Rücken. Ja gut, dann muss ich erstmal hier Bluetooth verbinden. So, ja, so kann ich fahren. Okay. So, verbinden wir das mal hier. So, jetzt muss ich mich erstmal anstellen. Total komisch. Mal gucken, wie es auch gleich wird, wieder mit Schalter zu fahren. Also manuell. Ich habe ja eine Automatik. Und, oder hatte eine Automatik. Und ich kann Schalter fahren. Also das ist nicht das Problem. Ich fahre auch bei meinem Vater und so immer Schalter. Aber es ist halt schon was anderes. Aber kein Problem. Also ich glaube, das kann jeder bestätigen, der schon mal eine Automatik und ein Schalter gefahren ist, dass nicht so schlimm ist. So, los geht die wilde Reise. Achso, ich habe noch gar nicht erzählt, ich muss gleich nochmal zu Butni. Da nehme ich euch noch mit dann, wenn wir zu Butni fahren. Weil ich brauche Windeln und ja, ich glaube nur Windeln. Da nehme ich euch dann auch noch mit. Übrigens, die Kleine schläft ganz ruhig. Ich habe sie vorhin gestillt oder gerade eben auch noch und sie ist die ganze Zeit schon richtig müde. Ihr fallen immer die Augen zu, sie reibt sich so die Augen, aber sie wollte einfach nicht schlafen. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass sie schläft. Und ich denke, sie wird jetzt auch relativ lange schlafen, weil sie eben den ganzen Tag noch nicht geschlafen hat. Außer vorhin kurz eine halbe Stunde, als ich einen Livestream gemacht habe. 20 Minuten vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau. Ja, Thema Kinderarzttermin. Die Kleine hat das Hüftscreening bekommen und leider gibt es da eine kleine Auffälligkeit, sag ich mal. Der Hüftwinkel soll bei über 60 liegen und er liegt bei ihr nicht über 60, also unter 60. Und das muss jetzt nochmal kontrolliert werden und das ist wahrscheinlich ein Wachstumsfehler. Und das muss jetzt Ende Mai wird es nochmal kontrolliert. Und wenn das dann nicht besser ist, dann muss es behandelt werden. Aber noch können wir es müssen wir es halt nochmal kontrollieren. Und noch kann es halt einfach auch nur ein Wachstumsfehler sein und kann sich wieder verwachsen sozusagen. Also wenn es beim nächsten Mal einfach anders ist, dann ist alles paletti, dann braucht man sich da gar keine Sorgen mehr machen. Aber im Moment ist es halt eher auffällig und nicht gut. Dann hatten wir einmal ein Nierenscreening, also wird einmal nach der Niere geguckt, weil meine größere Schwester hat etwas an den Nieren und deswegen wurde bei ihr auch nochmal geguckt. Das sieht aber alles gut aus, alles paletti. Und sonst ist sie 53 cm groß, das habe ich ja auch ungefähr gemessen zu Hause, habe ich euch ja schon erzählt am Anfang. Und genau, sie wiegt 3700 Gramm. Sie geht an die 4 Kilo, das ist wirklich krass. Und man merkt das gar nicht. Also klar, ich weiß oder ich sehe, dass sie gewachsen ist, aber man merkt gar nicht so, wie schnell das alles geht. Also ich bin richtig geflasht. Auch ihr Kopfumfang ist jetzt 36,5. Sie ist geboren mit 33,5. Also, dass sie wirklich so ein richtig großes Kopf jetzt hat, ist mir gar nicht aufgefallen. Und 3 cm Umfang sind halt schon etwas, ne? Also es ist schon halt eine Menge. Und ja, also ich bin echt überrascht gewesen. Ja, sonst gab es nichts. Sonst sieht sie super aus. Die Reflexe waren perfekt. Sie wurde nochmal auf den Bauch gelegt wegen der Nackenmuskulatur. Und die sieht auch perfekt aus. Die Ärztin hat gesagt, von der Körperspannung und Nackenmuskulatur und so, also allgemein so ihr
ihr körperliches Befinden ist sie eher schon so ein 3 Monate altes Kind. Das hat mich halt wirklich schon überrascht, so okay, sie ist halt doch schon, sie ist ja halt noch mal ein kleines Baby und wird jetzt halt schon so von der Entwicklung halt schon so groß geschätzt und so. Das hat mich ein bisschen überrascht. Auch die, meine Hebamme hat auch gesagt, die Kleine ist schon von der Aufmerksamkeit, sie ist schon relativ weit. Also, dass sie ja wirklich viel fokussiert, die hat ihr Mobile auch schon nach 3 Wochen fokussiert und so. Das ist der Hebamme auch aufgefallen, das habe ich euch, glaube ich, auch schon mal erzählt.